Guten Tag, liebe Freunde der Astrologie. Ja, heute ist Freitag, der 27. Juli 2012. Mein Name ist Norbert Gieso. Meine Telefonnummer ist 0431 946 88. Ja, die laufende Sonne ist inzwischen schon fast auf 5 Grad Löwe und sie zeigt sich in unseren Breiten ja im Moment von der besten Seite, beschert uns Sonne satt. Sie trifft jetzt auch bald auf den rückläufigen Merkur. Der rückläufige Merkur, der weiterhin mentale Prozesse, Entscheidungen, Kaufverträge schwierig macht. Merkur ist noch eine Zeit lang rückläufig. Der laufende Mond, heute noch im Skorpion, inzwischen auf 20 Grad. Der Mond wird dann am Samstagmorgen um 7 Uhr in den Schützen wechseln. Das bedeutet auf jeden Fall, es kommt wieder mehr Bewegung in die Gefühle, in die Emotionen, auch in erstarrte Prozesse. Schütze ist ein sehr sportliches, aktives Zeichen. Das Wochenende könnte also durchaus im Zeichen sportlicher Aktivität stehen. Ja, morgen am Samstag ist es dann auch schon soweit, dass Sonne und rückläufiger Merkur sich treffen, dann sozusagen trennen sich ihre Wege, die Sonne läuft weiter ihren Gang, Merkur läuft noch weiter zurück. Das heißt, auch morgen Abend müssen wir schauen, inwieweit das, was wir wollen, auch was wir umsetzen wollen und das, was wir dazu denken, in Übereinstimmung sind. Beziehungsweise, ob das, was andere Leute uns raten, wirklich stimmig ist für uns, ob das passt in unser Konzept dessen, was wir umsetzen wollen. Ja, dann wünsche ich allen ein wunderbares Wochenende mit weiterhin viel Sonne und gutem Wetter und Sommer. Und wir hören und sehen uns dann, wenn Sie wollen, am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute.